Danke, Herr Präsident, Herr Bundesminister, werte Kollegen. Also irgendwie kann ich mir des Eindrucks jetzt nicht erwehren, dass Sie nicht wissen, warum man eine Anfragebeantwortung macht. Es geht in dieser Anfragebeantwortung darum, dass Sie den Kollegen Steiner der Unwahrheit und der Lüge bezichtigt haben, weil Lüge darf man ja scheinbar nur als Bundesrat nicht sagen hier, weil er gesagt hat, dass es ein Schreiben gibt, das Ihr Ministerium hinausgegeben hat, wo es um die Verlängerung des Haltbarkeitsdatums gegangen ist und Sie hier klar und mehrfach gesagt haben, es geht nicht um Verlängerung, es wird alles ausgetauscht. Und er soll nicht die Unwahrheit verbreiten. Und deswegen haben wir halt eine Debatte zu Ihrer Anfragebeantwortung, weil dort haben Sie sich zu 100% widersprochen. Und das müssen Sie einfach hier zur Kenntnis nehmen und zugeben. Aber das ist eben leider wahrscheinlich der Arbeitstitel und das Motto dieser ÖVP und Grünen Regierungsbank. Es ist immer Lug und Trug, wenn es um die Corona-Politik geht, und das schon die letzten zwei Jahre, und die Scheinopposition macht dort bereitwillig mit. Und dann sagt man immer, naja, von unserer Seite wird ja nur geschwurbelt, ich sage Ihnen, die einzigen Schwurbler, die da sitzen, sind auf der Regierungsbank. Denn wenn ich mir anschaue, was allein hier in den letzten zwei Jahren passiert ist, und vielleicht können Sie sich noch ein bisschen erinnern, wie Sie die Leute belogen haben. Sie sind hergegangen, haben gesagt, die Impfung ist alternativlos. Da hat es auch sogar einen ehemaligen Bundeskanzler gegeben. Auch der hat sogar den Impfzwang als alternativlos bezeichnet. Jetzt ist er weg und sogar das war nicht alternativlos, nicht, weil man hat noch einen schwächeren hinten nachgekriegt. Wer geimpft ist, ist geschützt. Ist gekommen von ihrem Vorgänger, Mückstein. Und zum Schluss ist nur mehr davon übergeblieben, wer geimpft ist, hat einen milderen Verlauf. Und auch da wissen wir, dass es nicht stimmt, denn leider Gottes gibt es auch Fälle, die trotz Impfung einen schweren Verlauf haben können. Aber der absolute Gipfel eben dieser Ungeheuerlichkeiten ist Ihre Anfragebeantwortung. Weil Sie hier wahrscheinlich von Ihrem eigenen Ministerium nicht gut genug informiert waren, und das ist ja oft schon passiert, wenn wir uns an den Herrn Anschober noch zurückerinnern, der ist ja von seinen Ressortleuten auch oft nicht gut informiert gewesen. Und deswegen ist es zu Verordnungen gekommen, die hinten und vorne gehalten haben, wo man sich gedacht hat, das gibt's ja nicht, das schafft ja jede kleine Gemeinde, und ich bin selbst Bürgermeister, eine Verordnung zu erstellen, die entsprechend haltet. Aber dort hat überhaupt nichts gehalten, und das war der Grund, dass man scheinbar Ihnen auch nicht vertraut. Und wenn wir heute wissen, dass wir auch Situationen haben, wo Sie noch immer hinausgehen, Impfwerbungen schalten und sagen, die Impfung bietet natürlich auch Schutz vor neuen Varianten, dann hätten Sie jetzt auch die Möglichkeit gehabt, einmal zu sagen, für was denn diese verlängerten Impfdosen jetzt hergenommen werden. Wozu werden diese verwendet? Ja, für die Grundimmunisierung, aber Sie sagen das den Ärzten nicht dazu, das steht ja auch nicht drinnen, sondern es wird verlängert und wir kommen drauf, ausgetauscht wird es nicht. Und das ist eben, ihr habt wirklich Millionen an Euros in den Wind geschossen, und wenn Sie hergehen heute und jetzt in der Beantwortung sagen, das war vor Ihrer Zeit, ja, aber auch vor Ihrer Zeit war seit Corona immer ein Grüner, der in diesem Ministerium gesessen ist. Das heißt, Sie attestieren Ihren Vorgängern, dass Sie einfach keine Ahnung gehabt haben. Und darum haben auch die Menschen in unserem Land völlig das Vertrauen an die Politik dieser Regierung verloren, weil sie keine Glaubwürdigkeit mehr haben, weil sie einfach immer nur unehrlich sind. Weil sie unehrlich sind, genauso wie alle Minister, die die Ungeimpften ja vom Wegsperren bis außer des Landes verweisen, also da haben wir ja alles dabei gehabt. Und wenn wir da allein uns erinnern, auch an Ihre unrühmlichen zwei Vorgänger, der eine hat geheißen, die nächsten 14 Tage werden entscheidend sein, Rudi, und der andere war der rhetorische
ein Mückstein, also ein Ausnahmetalent, muss ich sagen, dann sage ich Ihnen auch eines. Für das alles, was Sie aufgeführt haben, werden Sie sich noch zu verantworten haben. Gleich wie jene in den Ländern, die das entsprechend auch mitgetragen haben. Die waren ja auch alle dabei. Der Herr Platter hat sich dann aus der Verantwortung gestohlen in Tirol, hat dann anderen nachgesetzt, aber die waren auch alle dabei. Und wir wissen auch noch, was sie mit ihrem Impf- und Spritzenwahn unserer Gesellschaft angetan haben, wo wir auch eines immer gesagt haben, eines muss aber klar sein, Hände weg von den Kindern. Und nicht einmal das haben sie eingehalten, denn sie haben Empfehlungen hinausgegeben, Kinder zu impfen und Kinder impfen zu lassen, obwohl sogar die WHO dem noch widersprochen hat. Und ich habe Ihnen heute, weil es ein weiteres Mal aufdeckt, wie Sie lügen hier in diesem Haus. Herr Kollege, jetzt reicht's. Wir haben jetzt achtmal das Thema Lüge gehabt und ich glaube, dass das diesem Hohen Haus nicht entspricht, der Lüge zu bezichtigen, den Herrn Minister. Ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf. Danke, Herr Präsident, aber leider ist das Lügen auf der Regierungsbank Wahrheit. Es ist so, dass Sie auch gesagt haben, es wird keine wie immer gearteten Repressalien geben für Ärzte, die nicht impfen. Das ist immer gesagt worden. Dann frage ich Sie, ob Sie jetzt dieses Schreiben kennen, das ich hier in Händen halte. Ich weiß, an Herrn Minister interessiert das nicht, weil es geht ja auch nicht um ihn, es waren ja alles seine Vorgänger. Nein, es ist nämlich ein Schreiben, das jetzt hinausgegangen ist in Kärnten an 8 Kärntner Ärzte, die sich geweigert haben, Kinder zu impfen. Und auf der Plattform, wir zeigen unser Gesicht, das auch entsprechend dokumentiert haben. Und Sie werden jetzt vorgeladen. Sie werden vorgeladen von der Ärztekammer. Ja, für die ÖVPler ist das für ein paar lustig. Ich finde das nicht lustig, weil es beweist, dass Sie auch hier immer mit der Unwahrheit agiert haben. Sie gehen hierher, sagen, es gibt nie Repressalien und jetzt haben wir auch das hier in der Hand. Und diese Ärzte sind geladen und es steht drinnen Ladung, sie werden ersucht am so und so 4. Oktober um so und so viel Uhr beim unterzeichnenden Untersuchungsführer in der Ärztekammer für Kärnten 9020 Klagenfurt, St. Veiter Straße 34, 2. Stock, Seminarraum, zur Vernehmung zuverlässig zu erscheinen. Gegenstand der Vernehmung, ausgehend von einer Anzeige der österreichischen Ärztekammer, besteht der Verdacht, dass Sie am 28. Juni 2021 durch einen Beitrag auf der Seite Wir zeigen unser Gesicht betreffend die Corona-Impfung von Kindern entgegen § 53 Ärztegesetz bzw. Verordnung Arzt und Öffentlichkeit 2014 öffentlich über eine längere Dauer unrichtige Informationen verbreitet haben. Für den Fall der Verhinderung wird um rechtzeitige Mitteilung ersucht, 9. September 2022. Ich sage Ihnen, das ist abartig und eine Schande in unserem Land, dass Ärzte vor dem Kadi zitiert werden, weil dann, muss ich Ihnen sagen, da müssten Sie aufgrund Ihrer Anfragebeantwortung auch vom Kadi erscheinen, weil auch Sie haben hier auf längere Dauer unrichtige Informationen verbreitet. Und wie gesagt, ja, so stellt es sich dar. So stellt es sich dar, wenn diese Regierung entsprechend in Österreich arbeitet. Da werden Ärzte, die sich den Hippokratischen Eid verpflichtet haben, die zum Wohle unseres Landes im medizinischen Bereich seit Jahrzehnten tätig sind, werden vorgeführt. Und dann kommt der Herr Kornhäusl zum Beispiel und sagt, ich kann das Wort Corona-Diktatur nicht mehr hören. Ja, was ist denn das sonst, Herr Kollege? Deswegen haben wir auch immer gesagt, ihr betreibt eine Corona-Diktatur. Und Recht haben wir leider behalten müssen. Aber Sie haben ja auch hier die Chance, Ziehen Sie die Reißleine bei Ihrer österreichischen Ärztekammer, weil 2021, da war noch der unrühmliche Sekharisch dort, der das entsprechend auch beauftragt hat und das wird er nicht in
ohne Absprache mit ihrem Ministerium genommen haben. Das sind totalitäre Züge und die haben in unserem freien Österreich überhaupt nichts verloren. Und die freie Meinungsäußerung von Medizinern, die wird ja wohl noch höher gestellt sein als diese unrühmliche Bundesregierung. Und diese Wir zeigen Gesicht-Kampagne haben auch viele Pflegekräfte unterstützt, weil sie gesehen haben, dass sie in den Spitälern nicht die Wahrheit sagen, dass die Realität völlig anders aussieht, als es. Sie haben es ja sogar einmal zugeben müssen, dass es auch anders war. Wir haben ein Management bei Chaos bei den Infektionszahlen, noch immer. Ja, auch das geht über 2 Jahre schon hindurch. Und wir haben auch eine Geschichte gehabt, wo Sie noch vor wenigen Monaten, ich glaube im Mai dieses Jahres war es, Sie haben gesagt, wir werden die Menschen dazu bringen müssen, dass sie sich impfen lassen. Herr Minister, das waren Ihre Worte. Vielleicht können Sie sich auch an das nicht mehr erinnern. Das haben Sie gesagt. Entschuldigung, was ist das sonst als eine Corona-Diktatur, wenn man Menschen dazu bringt, etwas zu tun, was sie nicht wollen, und das in einem freien Land. Und das allen bei aller Unterstützung auch natürlich der ÖVP, bei Ihnen ist es um Verbote gegangen und der ÖVP ums Abkassieren, wie wir wissen, von der Schutzbekleidung. Und dann kommt noch der unrühmliche Herr Bundespräsident, der natürlich das alles gewähren lässt, weil schließlich sind es ja seine Grünen. Seit gestern will er überhaupt auch Männern Kopftuch aufsetzen. Nicht? Also mittlerweile glaube ich und bin zur Überzeugung gelangt, dass Corona bei vielen nicht auf die Lunge, sondern aufs Hirn geschlagen hat. Aber ich muss eines sagen, wenn jetzt diese Maßnahmen ausgesetzt werden, dann geht es ja nur darum, weil man ablenken will vor den Wahlen. Und daher hat auch keiner mitbekommen sollen, dass Ärzte vor dem Kadi zitiert werden, so wie es in diesem Fall auch der Fall ist. Aber sie wollen halt die Leute für blöd verkaufen. Ja, vielleicht, Herr Kornhäusl, hast du beim Ratsch nicht mitgekriegt, dass deine Kollegen 8 davon in Kärnten angezeigt sind. Aber leider Gottes lassen sich die Menschen nicht für blöd verkaufen und durchschauen auch ihr Spiel, das sie entsprechend machen. Wir wissen wenigstens seit 14. Juli dieses Jahres und spätestens auch seit heute, wenn ich diesen Fall hier aufzeige, dass, und jetzt muss ich das Wort noch einmal verwenden, von dieser Regierungsbank aus gelogen wird.